Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Sunkenland. Eine weitere Folge mit meinem gelbhemmigen Freund, wobei mittlerweile orange und High Heels und alles. Hallo Mario. Hey Manias. Oh Mann. Also mich wirst du auf jeden Fall immer wiederfinden, wenn ich irgendwo das stimmt, ja. Liegen bleibe. Ich kann dich auf die Entfernung auf jeden Fall erkennen, ja. Zumindest unterscheiden zwischen Mutanten und Co. Ah, ich bin eins zu tief. Und gleich Fallschaden, oder? Ja, hat kurz wehgetan. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt in der Folge als erstes mal uns um das ganze Thema Sauerstoff kümmern und die Luftfüllstation und den handgefertigten Lufttank herstellen, dass wir einfach viel länger unter Wasser bleiben können, bevor wir losziehen und looten. Mhm. So, ich guck gerade mal, dass ich mir mal die Komponenten rausnehme. So, was fehlt da jetzt noch? Gummi. Ich hol mal Wasser. Okay. So, den Lufttank habe ich hergestellt, Luftfüllstation auch. So, jetzt bin ich gerade mal am Schauen, was es kostet, wenn wir die Luftfüllstation bauen. Ich glaube, brauchen wir die für die Luftfüllstation nicht Strom? Steht da nichts dabei? Weil ich kann mich erinnern, dass wird verwendet, um deine Atemluftflaschen manuell aufzufüllen. Okay, dann ist mit dem Hebel gewesen, genau. So, dann bräuchte ich die gleich mal als erstes. Wo soll ich denn die hinsetzen? Vielleicht hier so neben die, hier so hin. Weil ich glaube, da passt noch eine gute Werkbank hin. Wir müssen eh ausbauen, zwangsläufig. So, nimm's Bett. So, passt. Und jetzt so eine Flasche, was kostet die? Ach, jetzt passt er rein. Gute Frage. Ich denke mal Schrott, oder? Also, wir brauchen auf jeden Fall noch Gummi. Haben wir nichts mehr. Ich würde sagen, wir machen so, eine können wir herstellen. Na, geht die Stimme weg? Ja, die geht gerade weg. Ja, eine können wir auf jeden Fall herstellen und die kannst dann gleich du nehmen. So, komm mal her. Komm, ich mach uns mal Licht an, sonst ist uns kalt hier bei dem Wetter. So, guck mal hinter dir. Ah. Ist der denn schon gefüllt? Wahrscheinlich schon. Wenn er grün ist, wird er gefüllt sein. Sieht auf jeden Fall so aus. Also ich weiß, dass der in Mainz nur verbraucht wird, wenn du... Ah, Moment. Verwenden? Man kann ihn auch so verwenden? Ich glaube, der schiebt sie bei Verwenden einfach bloß rechts in den Slot. Das kann auch sein, ja. Naja, macht er. Hm, richtig, ja. Aber was fehlt uns? Gummi fehlt uns noch, oder? Genau, uns fehlt Gummi und Bauelemente. Ich glaube, wenn man jetzt unter Wasser geht, genau, das dann hat man eine zusätzliche und man hat eine Atmenfunktion. Ah ja, okay. Ja. Ach, du nimmst dann wahrscheinlich einmal richtig Luft in deine Lungen und dann... Nee, unter Wasser nimmst du praktisch aus dem Lufttank die Luft aktiv. Wo hast du den hast du hier, ne? Genau, der müsste jetzt normalerweise, würde ich erwarten... Aber da ist einer drin, oder? Ah, jetzt habe ich ihn noch. Genau, jetzt, den konnte ich rausnehmen, der wurde praktisch angezeigt. Jetzt können wir den aufpumpen, genau. Na, jetzt wieder 100% ja, okay. Drauf. Ja, das passt. Guck mal, damit können wir so eine Flasche viermal füllen mit dem Inhalt. Ja. Gut, ja, dann gut. Noch was essen, schlafen gehen und dann würde ich sagen ab ins Bett. So, ich mache noch ein bisschen Brennmaterial rein. Und die eine Muschel ziehe ich mir auch noch rein. So, jetzt können wir. Also, ich lieg schon. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Nacht. Guten Morgen. So, noch schnell was essen und dann würde ich sagen, ziehen wir gleich los. Ja. Oh, sieht aber komisch aus. Das Wetter ist diesig. Alles so entsättigt. Ja, so ein bisschen, oder? Ja.
Okay, auf geht's. Okay. Ich bin bereit. Zu fahren? Klar, jetzt fahre ich mal. Tritt mal richtig rein. Du sagst, wo lang? Genau. Ich hätte gesagt, wir holen uns jetzt nochmal die offenen Fragezeichen. Und zwar ein bisschen mehr rechts. Okay. Und an der Rechtsseite müsste eine große Insel kommen mit Mutanten, da kannst du vorbeifahren. Genau, der Weg stimmt hundertprozentig. Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Fragezeichen. Oh, da sind auch richtig welche, die sind richtig weit weg. Die Maschinen, okay, wurden wir gerade beschossen? Nee. Maschinenfabrik. Ist die Maschine. Wollen wir mal gucken? Ach, das klingt. Ja, also nur ganz kurz mal vorbeigucken. Mal schnuppern. Okay, ein bisschen weiter rechts. Park uns mal da drüber oder auch nicht? Ja. Nimm auf jeden Fall das irgendwie. Ja, so ein Marlin, würde ich sagen. Guck mal. Ja, da okay, ist ein Marlin. Ach genau, ich habe mir einen Rucksack gemacht für die Zuschauer, dass wir die hier ein bisschen abholen. Genau, dass du halt auch ein bisschen mehr tragen kannst. Macht auch Sinn. Bei der Menge, die wir teilweise holen. Echt? Ja, jetzt überlege ich gerade, ob hier irgendwo ein Hai rummacht. Also ich höre nichts. Okay, ich loote einfach mal weiter. Okay. Oh, ich habe elektronische Teile. Braucht man natürlich aktuell noch gar nicht. Wir können uns unsere Basis können wir stärker bauen, weil wir haben ja, glaube ich, beim letzten Mal einen Blueprint gekauft. Jetzt meinen Sauerstoff leer. Ich kann noch einmal looten. Weißt du, diese verstärkten Strukturen? Mhm. Der Blueprint, der müsste eigentlich. Oh, jetzt muss er auftauchen. Okay, ich habe jetzt 5-mal Gummi. Das ist sehr gut. Was hat uns gefehlt? Achso, für die Sauerstoffflasche, ja. Genau. Aber die gehen sehr schnell leer, ne? Ja, brauchen wir nur noch ein paar. Ja gut, aber gut, Bauelemente, ne, Komponenten. Komponenten brauchen wir noch, okay. Ja. Ja, gehen wahrscheinlich sehr schnell leer, aber ich gehe mal davon aus, dass du trotzdem doppelt so lange unter Wasser bleiben kannst wie ich. Vermutlich. Ne, jetzt nicht mehr. Die Flasche ist schon längst leer. Das sage ich ja. Die Flasche ist super schnell. Da habe ich vielleicht nicht so deutlich gesagt. Die ist super schnell aufgebraucht. Stimmt, und du hast halt bloß einen Tauchversuch. Ja. Ja, stimmt. Oh, Sauerstoff. Nein, das geht nicht gut aus. Oh Gott. Ich habe ja keine Flasche, wo ich nachlegen kann. Ja, wir sollten mal in die Polizeistation. Um zu gucken. Also doch wieder hoch und dann gleich weiter zur Polizeistation. Nee, ich würde jetzt nochmal hier fertig looten, das Inventar noch voll machen, aber ich glaube nämlich, dass auch in der Polizeistation sowas wie Blueprints zu finden waren. Also war es halt früher. Ich. War die Frage, ob sie das geändert haben, ne? Hier gibt es wahrscheinlich auch zwei Blueprints. Ich sehe hier zwei Tresore. Okay. Gucken, dass wir wenigstens an die ersten rankommen. Ja. Ja, der neue Rucksack ist auf jeden Fall richtig was wert. Hier gibt es anscheinend auch Rotalgen. Da vorne sehe ich eine. Da können wir uns Medizin mitmachen. Hä? Jetzt. Wenn man zu nah reinschwimmt, kann man die nicht mehr looten. Oh Gott, Luft, 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 Luft! Na, ist schon ordentlich tief hier. Ich weiß, es gibt irgendwo gibt's noch so ein Hochhaus oder so alte Hochhäuser, so Wolkenkratzer. Da geht's auch richtig tief runter. Aber ich glaube, da macht es dann Sinn, vielleicht sogar mehr als eine Flasche mitzunehmen. Oder gibt es irgendwie so mobiles Gerät? Das meine ich ja. Also ich bin davon überzeugt, dass. Oh, da geht's nichts drin. Dass wir eigentlich viel mehr bräuchten. Also als Ersatz. Also den Inventarplatz habe ich auf jeden Fall noch genügend.
Ich habe wieder einen Haufen Zeug für den Händler. Ah, Bauplan, großer Lufttank. Ah, sehr geil. Ich habe gerade gefunden. Sehr stark, ich lerne gleich. Mhm. Okay, was braucht man dafür? Diese riesigen Lagerhallen, die sehen aus, als könnte man rein, aber das geht überhaupt nicht. Okay, wir brauchen einen kleinen Lufttank, wir brauchen eine Stahlbahn, fortgeschrittene Teile, die wir nicht haben, und naja. Gummi. Okay, dann Zukunftsmusik. Ja, definitiv. Das dauert noch ewig, ehe wir soweit sind. Aber ich bringe auf jeden Fall Gummi mit. Muss erstmal auftauchen. Naja, ich auch. Er ist aber auch super gefährlich hier unten. Weil du irgendwie dann in einem Raum bist, aus dem du nicht mehr richtig rauskommst. Ja, es gab eine Stelle, ich kann mich erinnern, damals bei Release, also bei Early Access Release, da gab es so eine Stelle, wo du dich richtig schön verklemmen konntest. Ich habe eine Handgranate. Naja. Nur mal so. Kannst du dem Hai ins Maul stopfen. So, hier vorne kommt noch ein Haufen Bläschen raus. Da muss doch irgendwas sein. Du meinst, die Bläschen sind der Indikator dafür, dass da der besondere Loot ist? Okay, dann, ja, dann sehe ich das hier. Dann gucke ich gleich mal. Hier hinten waren relativ viele Bläschen und da habe ich... Oh klar, es geht glaube ich noch nach unten. Ich habe einen modernen Waffensatz. Öffnen Sie, um zufälliges Waffenzubehör zu erhalten. Ich hänge fest und ich habe keine Lust. Luft. Nein, Lust habe ich schon, aber... Okay, ich weiß, wo es zu den Bläschen geht. Okay. Okay, kurz mal durchatmen. Ja. Sind Sie bereit? Oh Gott, ich müsste mich erstmal. Ich bin voll mit Loot. Ich habe 3 Plätze noch frei. Das reicht nicht. Ich glaube, da ist der richtige Loot drin. Da wird es jetzt richtig viel Sachen geben. So, dann komm ich mal zu. Dann machen wir da aber Sachen rein, die sich vielleicht schon vollstapeln. Also, weißt du? Ach so. Vollständige nicht Stacks oder so. Oder die Einzelsachen kann er auch, ja. Ist egal. Das ist. Eigentlich ganz schön hier. Ja, da geht jetzt nichts mehr drauf. Wieso nimmst du die Bandage raus? Ich habe Bandagen in der... Oh, okay. Gut, dann. Okay, bist du bereit? Ja, ich tauche Richtung Bläschen. Ja, wir müssen hier so ein bisschen rechts rein. Ich glaube, hier geht's runter durch, oder? Ja, da geht's runter. Ja, ist richtig. Da rein. Jetzt bis ans Ende hier links tauchen, dachte ich, war's. Hier blubbert's. Aber hier komme ich nicht weiter. Nee, du musst zu mir. Irgendwo ist ein Gang nach unten. Hier ist auf jeden Fall eine Schrott, den nehme ich noch mit und dann tauche ich auf. Nee, ich habe keine Luft, ich kann nicht zu dir kommen. Also ich könnte schon, aber es ist halt doof. Ja, dann gehen wir nochmal hoch. Ich muss bloß den richtigen Weg gleich von vorne reinfinden. Weil wir müssen mit Sicherheit unter Wasser nochmal. Ich habe übrigens ein paar Kampfstiefel gefunden, die haben nochmal 3 Rüstungen mehr. Okay, neuer Versuch. Willst du neue Schuhe? Komm mal her, warte mal, ich drop die mal. Hier, du hast ja die High Heels an, hast du... Oder wie viel Rüstung haben die? Die haben 1. Na gut, dann zwei. Ah, ich weiß nicht, was die Turnschuhe haben, aber ich glaube, die haben nur... 1. Ne, meine High Heels sind besser. Okay. Gut, okay, bin bereit. Okay, nochmal runtergehen. Hier, oh Gott, hier runter, hier durch, dann noch 1 nach unten. Ah ja, ja, I see. Und da ist hinten der Tresor, ich hab'n. Hab ich Sachen gedroppt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe ich auch nicht. Okay, raus hier. Es gibt bestimmt noch einen einfacheren Weg. Oh, und hoch. Oh Gott. Oh Gott. Okay, du hast den besseren Weg gefunden. Also ich bin fast tot. Es pumpt, es pumpt. Eieiei. Wir brauchen definitiv bessere Materialien. Also ich habe auf jeden Fall nochmal fortgeschrittene Teile. Ja, sehr gut.
Munitionspakete, Blueprint, lerne ich. Also ich bin komplett voll jetzt. Also ich hätte noch Platz. Aber halt nicht mehr viel so tief. Aber hast du gesehen, also und jetzt sind die Bläschen noch an der Stelle weg. Ah ja, okay, cool. Aber da war noch Kram drin, aber ich... Das kannst du halt vergessen. Da braucht man halt eine volle Taucherflasche. Und ah, dann kann man noch da runtergehen. Frei, dann mache ich die Kiste noch rein. Ah, die stapelt, sehr gut. Dann mache ich, was haben wir noch? Waffenteile, Munition, das ist Schießpulver. Ich hole hier gerade noch mal ein paar Algen. Mhm. Ich guck mal, was ich hier noch reinlegen kann am besten. Das ist eigentlich Schnuppe. Mache ich die Uhr rein, da werde ich keine zwei von finden. So, ich habe zwei Slots noch frei. Also ich würde es nochmal probieren darunter. Ich habe noch Slots frei, ich kann dir noch ein paar Sachen abnehmen. Naja, alles gut. Okay, dann probier es nochmal runter. Und ich suche hier vorne den Brunnen ein bisschen ab. Ich will nochmal gucken, weil wir bestimmt noch Dinge übersehen haben, die so in den Außenbereichen sind. Da ist noch ein Fass. Hier ist noch Schrott. Und hoch. Oh, ich versemmel hier meine komplette Energie an. Okay, ich hab, wo bist du? In der Nähe vom Boot. Ich habe jetzt noch 7 Slots frei. Oh, das ist so ordentlich. So. Deswegen sage ich, ey, ich kann immer noch ein paar Sachen abnehmen. Dann würde ich jetzt noch 2 Stacks Eisen geben, weil die sind bei mir komplett. Okay. So, jetzt habe ich 3 frei. Okay, gut, dass der Schrott schwimmt. So, wo ging es da in die Tiefe? War das hier rechts oder hier links? War rechts, ne? Ich denke, dass es geradezu auch hier irgendwie einen Zugang gibt. Ne, ich meine jetzt in die Ebene, wo wir eben waren, weil da war ja noch was. Da hat definitiv noch... Ah, hier ist auch noch Zeug. Hier sind auch noch 2 Schrotthaufen. Ich suche bloß gerade den richtigen Eingang, dass wir den kürzesten Weg haben. Aber hier ist auch noch Schrott. Jetzt habe ich gleich 50% meiner Energie an Sauerstoffmangel versemmelt. Ich habe noch Komponenten gefunden. Sehr gut. Naja, ich muss raus hier. 50 Energie an Sauerstoffmangel verschwendet. Du Glückspilz, mehr nicht? Uff. Also ich habe jetzt gerade noch Kupfererz gefunden, Eisenerz, Komponenten und noch einen Bauplan für eine gelbe Tapete. Ja, das ist doch ein Träumchen. Das hat sich richtig gelohnt. Ich glaube, es waren mehr Komponenten. Ich habe jetzt schon wieder 11 von den Komponenten. Aber ich bin auch schon wieder fast tot. Ich bin gerade am überlegen, ob wir die Malen noch holen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Okay, ich habe den Eingang wieder gefunden. Ich habe vielleicht das Boot falsch rumgedreht. Was? Okay, das Zeug, hier ist nichts mehr drin, was ich dachte. Wie, ist es jetzt auf dem Kopf? Vielleicht. Jetzt hast du es blau eingefärbt? Das muss so. Wie hast du das geschafft? Ich bin von unten gegen und dann hat sie es gedreht. Aber wir können es noch fahren. Also man kann es schubsen, aber... Ich sehe nur, dass man es schubsen kann. Ah, okay, man. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal einen ausloggen, weil ich kann jetzt hier drin sitzen, aber es ist auf dem Kopf. Ja, das sieht lustig aus. Ich muss mal kurz einen Screenshot von machen. Boot ist betrunken. Okay, holen wir erstmal schnell die Marlins. Und dann... Ja. Ich würde sagen, wir können schon so nach Hause fahren. Das fällt doch gar nicht auf. Ja, wir müssen vielleicht einmal einen ausloggen. Ich wusste nicht, dass man das auf den Kopf drehen kann. Okay, den einen habe ich erwischt, der ist tot.
Okay, stark. Ja, ja, habe ich auch. Perfekt. Na, ja, dann fahren wir jetzt nach Hause. Inventar voll, Boot auf dem Kopf. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Okay, sitze. Du sitzt. Warte, ich brauche einen Screenshot. Down under. Moment, UI ausblenden. Ja, okay, alles klar. Was ein Scheiß. So. Okay, ab nach Hause. Oh, warte mal, es dreht sich ja wieder. Ich probier's gerade. Ich probier's. So, wo lang? Hervorragend. Dreh dich um 180 Grad. Nicht ganz. Drehen. Stopp und geradeaus. Ah, das sieht man schon. Ja, ein bisschen weiter. Ja, wie geil. Nichts passiert. Ist wie diese Speedsegler, weißt du, diese großen Boote, wo die sich dann in solche komischen Netze reinhängen müssen, damit das Boot nicht umkippt. So Katamaran. Ja, so genau. Ja. So hat sich das gerade angefühlt, die Wendung. Hätte ich wenigstens unten sehen können, ob noch was da ist. Ach, schön. Aber ich bin auch hart am Verhungern. Na, ich habe noch was zu essen mit. Ja, stark. So, das heißt, ich baue mir jetzt auch so eine Flasche. Ja. Dann habe ich die nämlich schon mal weg und dann können wir langfristig die neue Flasche in Augenschein nehmen. So, passt. Habe ich. Okay, jetzt muss ich mir das mal angucken. Ja, wir müssen mehr Kisten machen. Es ist einfach zu kein Platz. Es ist einfach kein Platz. Ich mache jetzt mal eine Kiste nochmal hier oben drauf, so eine Holzkiste. Ja, mach das. Na? Ah, okay. Jetzt weiß ich, wie die Flasche funktioniert. Dann fülle ich die jetzt noch auf. So. So, dann machen wir ganz oben. Was machen wir ganz oben rein? Warte mal, wo bist du gerade? Stoffleder. Stoff-Leder-Komponenten mache ich ganz oben rein. Ja. Stoff-Leder-Komponenten. Passt. Wobei, ich würde wahrscheinlich oben den ganzen Schrott reinbauen. Na gut, dann das ist das, was wir am ehesten brauchen. Und Stoff-Leder gehört halt erstmal nicht dazu. Okay, dann machen wir oben den Schrott rein. Dann mache ich mal was so. Oh. Wieso nimmt da alles raus? Aber na gut. Ich habe gekrümelt. Warte, ich helfe dir. Ich kann nicht. So, ich habe jetzt oben wieder Holz und Eisen rein. Jetzt mache ich in die zweite Kiste. Mache ich Stoff, Komponenten. Ja. Ich sag's dir ja ungern. Ja. Aber die obere Kiste ist voll. Was? Oh, krass. Ja, wir müssen halt mal überlegen, ob wir aus Blech bauen hier, weißt du? Ja, und ich habe halt noch ein Stack in der Tasche. Haben wir nicht irgendwelche Geräte, die wir vielleicht vorher bauen sollten? Also ich finde diesen Swimmingpool, den wir da erfunden haben, gar nicht so verkehrt. Ja, also der ist schon freigeschaltet? Da war ja ein Blueprint. Also gehe ich davon aus, dass wir ihn wahrscheinlich hier irgendwo hinbasteln. Ich dachte, ich habe ihn auch irgendwo gesehen. Bauen. Nein. Paddleboat. Abwehr. Was wir für Möbel machen können, ne? Einen kleinen Hocker, einen roten Sessel und eine Bank und einen Tisch. Also wir können es uns richtig schick einrichten. Definitiv. Hier oben bei Essen. Fischteich. 40 Schrott, 20 Bauelemente, das ist viel und 10 Gummi. Boah. Und den aufs Dach gestellt oder was? Oh, was ist denn jetzt los? Schon wieder Gewitter, das kann doch nicht sein. Eine Höhen.
Einsturzproduktion. Ja, genau. Aber was mir sehr positiv auffällt, es regnet nicht in die Hütte. Okay, haben ja andere Spieler haben auch ihre Probleme damit. Ja, ja. Ich muss dringend was essen. Aber andererseits hat man auch nicht das Gefühl, direkt das Gefühl, dass das auf der Hütte regnet. Doch so ein bisschen. Ja doch, das geht schon. Wie haben wir denn? 19:32 Uhr, können wir schon ins Bett? Ja, ich müsste auf jeden Fall noch was trinken und was essen vorher. Ja. Soll ich nochmal Wasser holen? Ich hole nochmal Wasser, oder? Ja, kannst du machen. Ja, aber Essen wird langsam auch relativ dünn. Ja, ja, wir müssten auf jeden Fall, die Pflanzkübel sollten wir erfinden, weil das gibt permanent Erdbeeren. Und mit Erdbeeren kannst du dich relativ, sie wachsen schnell und, also die Erdbeerenpflanzkübel wären schon nicht schlecht. Ja, dann warte mal, einen Forschungstisch, was braucht man dafür? Beet, guck mal, ey, 12-mal Holz und 2-mal Stofffetzen, dann mache ich das jetzt noch schnell. Das kriegen wir hin, ne? Okay, Beete sind freigeschaltet. Sehr gut. Dann können wir noch welche aufs Dach setzen. Ja. Was brauchen wir noch? Ich guck gerade mal durch. Das Fischernetz finde ich an sich eigentlich auch ganz gut. Das Fischernetz würde permanent Fisch geben, ja. Und es würde halt, wir brauchen halt nicht dieses große Fischbecken bauen. Ja, was relativ teuer ist, ja. Ja gut, dann machen wir das Fischernetz auch noch. Haben wir noch irgendwo ein Seil? Ja, wenn nicht aus Stoff, also wir haben keinen Stoff mehr, das kann natürlich passieren. Na, ich habe noch 6-mal Stoff in der Tasche. Das heißt, ich kann auf jeden Fall das Seil herstellen. Machen wir uns mal ein bisschen warm hier. Okay, auch eine Vogelfalle. Hier in der Mitte ist Stoff. In der Mitte habe ich die Komponenten in den Stoff rein. Okay, sehr gut. Dann mache ich dann vielleicht auch das Glas da rein. Ah, reparieren. Repariert. Ja, ja, aber ich bin ziemlich gut ausgestattet. Ja, aber du hast die Hose noch an, das sehe ich jetzt nicht. Okay, Pflanzkübel, ja. Hast du gesagt, ne? Hast du freigeschaltet? Habe ich freigeschaltet und das Fischernetz. Fischernetz, 5 Bauelemente, 2-mal Seil. Die Bauelemente kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Dann kümmere ich mich um die Beete. Wenn ich sie finde, ist das unter Bauen? Ja. Stoff, oh, geil. Und Holz. Du hast ja die fortgeschrittenen Teile, hast du ja 2 gefunden. Ja. Das wäre, die brauchen wir tatsächlich für die andere Sauerstoffflasche. Für die große. Für die große? Ja, weil, ja, okay, ja. Aber gut, wir haben keine Stahlbahn. Ich mach mal 2 Pflanzkübel jetzt hier oben aufs Dach, ne? Ah, und wir haben auch keine kleine Atemluftflasche. Ja, mach mal. Ja doch, ich habe eine. Nee, wir haben eine handgefertigte. Ach, einen so. Handgefertigten Lufttank. Das wäre die nächste Stufe. Okay, ich würde jetzt noch ein bisschen Holz verschwenden, um vielleicht noch 2 weitere Kübel zu setzen, oder? Ja, mach das. Dann haben wir 4 Stück und dann... Na. Himmel. Wir haben jetzt direkt an unserer Anlegestelle. Ja. Haben wir jetzt so ein Fischkübel, so ein Fischnetz. Ich pack da jetzt mal ein paar Würmchen rein. Mhm. Wo haben wir die da unten, glaube ich? Dann würde ich jetzt Erdbeeren oben anpflanzen. Ja, ja. Und einmal Baumwolle. Finde ich gut. Weil wir haben 4 Kübel, aber wir haben nur 3 Erdbeersamen. Aber ich glaube, wir kriegen sowieso regelmäßig Erdbeersamen, wenn wir die
anbauen und wieder ernten. Okay, ist bepflanzt. Stark. So, jetzt muss ich mir erstmal wieder ein bisschen leer looten. Oh, alles auspacken hier. Wo hast du denn die Kleidungsstücke hingepackt? Oben, in die oberste Kiste auf linken Seite. Da sind nur Waffenteile. Die Kleidung, dann sind sie unten, dann sind sie unten und drunter. Da haben wir nicht viel mehr. Okay. Achso, ich könnte mal meine Flasche auffüllen, ne? Ja, ja. Ey, wir brauchen noch eine zweite Händlerkiste. Wir machen da oben rein zu den Waffenteilen erstmal. Haben wir im Boot noch was gehabt? Müsste ich nachgucken. Ich habe ja noch eine halbfertige Feldweste. Das Boot war noch bis auf Anschlag voll. Ja, dann... Pff. Also das ist mehr Waffen. Ich mache auch dieses ballistische Faser mit rein. Das gehört ja auch mit dazu. Ja. Haben wir hier unten schon ballistische Faser? Haben wir noch nicht, aber eine Uhr. Ah, wir haben aber... Wir haben zwei Kisten mit Waffenteilen. Gebe ich dir jetzt mal eine von, oder? Teilen. Hier, ich drop mal eine. Stehe ich auch oder richtig, was, ja? Was kann die Kiste? Die gibt per Zufall irgendwelche Waffenteile, steht da. Ah, okay. Ein Schrottmetallvisier war bei mir drin. Ein Grundbestand. Habe ich in die Waffenkiste gepackt. Standardkomponente des Hauptmaterials ist Abfallmaterial, das häufig auf dem Meeresboden zu finden ist. What? Ja. Nehme ich. Ich glaube, wir können schon längst Waffen bauen, wir wissen es bloß noch nicht. Das ist möglich, ja. Ja, guck mal, die Pistole, die funktioniert doch, die du gefunden hast. Was? Habe ich eine komplette Pistole gefunden? Hab's nicht mitbekommen? Wahrscheinlich. Ja, da links oben ist eine Pistole. Mit Werte. Eine antike Steinschlosspistole. Ja, gut. Ja. Die wollten wir doch schon immer mal haben. Auf jeden Fall. Komm, lass uns mal ins Bett gehen. 23 Uhr. Oh, warte, ich muss noch vorher was essen. Ja. Ich gehe mal, ich esse mit leeren Magen ins Bett. Das ist mal doof. Okay, alles klar. Warte, ich zieh mir noch einen Pudding rein. So, jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann man gar nicht so schnell umschalten. Okay, jetzt haben wir Sachen gemacht. Ich nehme mal die Kohle aus der Verhändlerkiste und mache die in die Waffenkiste mit rein. Ja. Also. So, was haben wir? Ach, du hast Pilze gemacht, alles klar. Ja, stimmt, Essen wird langsam knapp. Aber, wir können mal gucken. Ah, noch ist nichts gewachsen. Aber in den Pflanzkübeln hier oben wächst dann so nach und nach Erdbeeren. Und mit denen habe ich mich damals immer ernährt. Immer wieder nachgepflanzt. Ja. Also vielleicht ist auch mittlerweile verändert worden. Ich gucke mal nach den Fischen. Da ist noch nichts drin, glaube ich. Ja, dann gehen wir nochmal auf die Containerstadt, oder? Vielleicht sind die ja wieder gespawnt. Und wir beim Nachbarn noch vorbeigucken. Aber warte, ich muss trotzdem noch mal vorher was essen. Ist ja, wir sind da. Bin schon mal das Boot in Position. Ach, 20 Schrott immer noch. Das ist doch Schrott. Ja, das denke ich auch. Komm. Abfahrt. Ach so. Abfahrt, nee, sagst du. Ja, ich bin auch runtergesprungen und dachte, ich erwische den richtigen Punkt und war in der Kiste. So, wo ist denn der Aufstieg? Der Aufstieg müsste dann demnach links sein, wa? Ah, wir haben jetzt auch unsere Bögen. Ah, ne, hier ist richtig. Wir können ja probieren mit dem Bogen. Achso, der hat aber auch einen Bogen. Ha! Boah! Oh, gar nicht so schlecht. Das ist, aua. Wo ist er? Weiß ich nicht, da aber oben, er hat mich getroffen. Okay, ich komme raus.
Ich gehe mit dem Speer ran. Versteck dich. Okay, mach das so wie wir. Hin und her rennen. Die Sau. Da ist auch noch einer. Okay, ich komme. Oh, ich bin runtergefallen. Bleib am Leben. Ich bemühe mich. Meine Ausdauer ist so ein bisschen das Problem. Aua. Aber sonst ist hier nichts gespawnt. Nur die Gegner sind gespawnt, ne? Richtig. Ja, das es gab halt wieder so ein bisschen Stoff. Das ich habe einen Hähnchenschenkel. Oh, wow, zwei Komponenten habe ich jetzt bekommen. Boah. Warte mal, hier unten ist noch ein bisschen Schrott. Das ist ja Schrott. Hat sich nicht gelohnt? Nee. Waren wir denn schon mal bei der Eastmost Bench? Noch nicht, oder? 6%, die ist doch auch unter Wasser. Ja, können wir machen. Können wir noch zum Abschluss ein bisschen tauchen. Oh Gott, zum Abschluss. Schon wieder eine halbe Stunde um. Die Zeit fliegt denn. Ja, sind wir 36 Minuten jetzt. Ist richtig? Ja. Ein bisschen weiter links. Okay, wir müssten drüber sein. Mhm, da unten sehe ich auch schon Strommast. Dann probieren wir es mal. Und sieht auch nicht so tief aus. Oh ja, hier ist richtig. Das ist meine Tiefe. Die mag ich. Geil, ich bringe wieder Schrott mit. Also wir sollten die Basis, denke ich mal, aus Schrott bauen. Ja, unbedingt. Vielleicht können wir die auch einfach neu bauen, oder? Dann müssen wir nicht austauschen. Oder wollen wir sie peu à peu austauschen? Nee. Ich hätte gesagt, wir bauen sie dann einfach nochmal neu und ziehen dann um. Weißt du, bauen wir einfach nebendran nochmal auf. Hm. Oder erweitern einfach mit Schrott. Bauen halt mit Schrott an. Das könnten wir auch machen, ja. Oh, ihr habt völlig... Moment! Zum Glück war es nicht weit bis zur Wasseroberfläche. Hast du was Wesentliches vergessen? Ja. Das Durchschnaufen. Ich mag ja irgendwie das Loot-Prinzip. Das Reingehen, F gedrückt halten. Ja, und je nach Größe der... Hä? Ist das wirklich mit der Axt? Hier ist eine Metalltür. Ich hätte eine Spitzhacke mit. Ja, aber sie ging auf. Stimmt, eine Spitzhacke müsste ich mir noch machen. Wobei die halt wirklich dann erst interessant wird, wenn wir halt Erze abbauen. Oh, habe ich hier nicht... Ah, genau, das war eigentlich das, was ich gesagt habe. Hier an der Ranch ist noch irgendeine Tür, die ich nicht aufkriege. Das war die. Die ging ja wahrscheinlich mit der Billo-Axt nicht auf. Das kann sein, oder? Es dauert halt Ewigkeiten. Wir haben schon wieder so viel Schrott mit. Ja, und vor allem habe ich schon wieder Schrott keinen... Oh. Wird schon schwach. Ja, jetzt habe ich mein Leben fast aufgebraucht. Wieso, was hast du gemacht? Ja, zu lange getaucht. Das heißt, und deine Sauerstoffflasche auch noch aufgebraucht? Nee, die habe ich nicht mitgenommen, die ist zu Hause. Die ist leider zu Hause. Komme ich hier durch? Ja. Zum Glück sind hier wirklich die meisten Löcher, die dir in den Ruinen sind, kommst du durch. Kannst du durchtauchen. Okay, lass noch ein Auto. Ich habe einen Tresor. Stark. Und wieder erkannt an den Luftbläschen? Ja. Okay, nee, also daran habe ich nicht erkannt. Ich kann nur bestätigen, dass ich die Luftbläschen sehe und... Okay, nee, dann passt das aber auf jeden Fall immer nach den Luftbläschen schauen. Ja. Da sind wir schon wieder bei 40 Minuten. Die Zeit vergeht. Aber krass. Ja. Cool. Macht Spaß, finde ich auch. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also das machen wir so. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.